Von Cloud-Lösungen über IT-Security, Big Data, Mobile und Social bis hin zu Hightech-Drohnen. Die neuesten Innovationen der Digitalisierung zu sehen auf der CeBIT 2016. Einen ersten Vorgeschmack bekamen Journalisten aus aller Welt schon 8 Wochen vor der Messe bei der CeBIT Preview in Hannover. Mit dabei auch Aussteller aus dem diesjährigen Partnerland der Schweiz. Mit Sky präsentieren die Eidgenossen einen interaktiven Flugroboter, der präzise wie ein Quadrocopter, aber energieeffizient wie ein Zeppelin fliegt. Hoch hinaus geht es auch beim Schweizer Startup Vinctra. Starten wie ein Helikopter, aber vorwärts fliegen wie ein Flugzeug. Die Drohnen der nächsten Generation. Die Schweizer ITK-Industrie ist die fünftgrößte Industrie mit einer Wertschöpfung von 27 Milliarden Franken. Sehr innovativ. Wir haben Unternehmen aus der ganzen Welt, die zum Teil ihre Entwicklung in der Schweiz machen. Google, IBM und so weiter. Und deshalb ist es ein sehr innovativer Standort und eine der ganz großen nationalen Industrien. Neben den großen Playern der Branche sind auch 250 Startups im Bereich Scale 11 vertreten. Einige ihrer Highlights? Ein interaktives Abstimmungstool für Handys, das ganz ohne App funktioniert. Und intelligente Schienen, die Erschütterungen spüren und erkennen, ob zum Beispiel ein Baum auf den Gleisen liegt. Die Scale 11 ist die ideale Plattform, um kreative Startups und Konzerne zusammenzubringen. Wir finden, dass sich diese beiden Welten sehr, sehr gut miteinander vertragen und haben deswegen angefangen, auf bestimmte Art und Weise mit Startups zu kooperieren. Das macht sehr viel Spaß. Wir empfinden es als Bereicherung. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir hier auf der CeBIT sind, um mit weiteren Firmen einfach in Kontakt zu kommen. Auch im Bereich der Drohnentechnik ist die CeBIT der Marktplatz für Neuheiten. Vom Paketboten bis zur Kameradrohne bei Großveranstaltungen. Mit dem Einsatzbereich von Drohnen wächst auch die Vielzahl technischer Lösungen, vom Quadrocopter bis zum hybriden Flugroboter. Ich freue mich ganz besonders, dass wir die Drone Master Summit in diesem Jahr das erste Mal auf der Veranstaltung haben werden. Das heißt, wir werden Drohnen nicht nur im Bereich Ausstellung oder in Kongressen in der Halle 16 sehen, sondern wir werden dort eine Flugshow haben. Die CeBIT 2016 in Hannover. Die Leitmesse der digitalen Transformation.